Dankeschön. Wir sind ja heute ein wenig bei Dialekten. Also das ist quasi so ein bisschen so ein roter Faden durch unsere 12. Sendung immer wieder sonntags. Also ob Sie jetzt die nächsten beiden Künstler so richtig verstehen, ich hoffe es. Weil die sind einfach Spitzenklasse. Machen Sie Ihre Ohrlis jetzt ganz auf Spitz, hören Sie gut zu, konzentrieren Sie sich beim schönen Kaffee zu Hause oder Latte Macchiato bei Duido on the Cell. Ach, ich sag's euch, sag mal, warst du jetzt eigentlich bei der Vorsorge? Natürlich, ja? Aber ich kann dir das eine sagen, Ärzte sind nicht mehr das, was sie mal waren. Wieso, was meinst du? Ach, meiner macht jetzt seit neuestem so mit Naturheilverfahren, weißt du, so, so quasi ein Homo. Was? Homo? Ja, mit so Kügeln. Homöopath, sag mal. Wollte ich doch auch sagen. Ja, richtig sagen. Du, und ich kann dir sagen, der hat für mich und für den Gerhard so Kügeln mitgegeben. Und seither lutschen wir die täglich mehrmals, gell? Beide, Universalkügeln. Globulis, aha, ja. Ja, ich denke, dass sie so universal sind. Schlage die an, oder? Was soll ich jetzt sagen? Mein Gerhard strickt seit 7 Tagen und ich muss mich rasieren. Oh. Ja, also schon. Ja, ich war auch schon beim Arzt diese Woche. Ja, ich bin im Wartezimmer neben einer älteren Dame gesessen, 90 war sie, und hat sie mir gesagt, also ihr Mann sei schon 95. Wow. Ja, aber er hat sich noch mal Viagra verschreiben lassen. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, sie, ich sage Ihnen was, aber im Vertrauen, gell? Der Kerl ist doch so eingerostet. Der ganze Kerl ist schon rostig, gell? Jetzt lasse ich mir vorsichtshalber noch mal eine Tetanus-Spritze geben. Ja, du. Nee, also ich möchte gar nichts dagegen sagen. Bei den Ärzten passiert einiges. Also, ich habe so ein peinliches Erlebnis gehabt. Brauchst du mir nicht so angucken, das stimmt. Du, nein! Ich war vor kurzem beim Frauenarzt, weißt, bei der ganz normalen Vorsorgeuntersuchung. Auf einmal steht er vor mich hin und sagt, ohohoho. Haben wir uns heute wieder fein gemacht? Was kommt denn jetzt? Du, ich hab gedacht, ich muss in Ohnmacht fallen, gell? Haben wir uns heute wieder fein gemacht? Ich bin heimgekommen, ich bin alles abgelaufen, aber ich dachte, um Gottes Willen, was hast du heute Morgen gemacht? Ich bin aufgestanden wie immer, du unter die Dusche, ich hab geduscht, ich hab mich abtrocknet, ich hab Deo-Spray genommen, weil ich gewusst habe, ich muss zum Frauenarzt, habe ich auch Intimspray genommen. Ja? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Intimspray mit dem Glitzerspray vom Fasching verwendet habe. Du Scheiße! Wie peinlich! Musst du dir mal vorstellen? Oh, nee! Boah, du, da passieren Sachen. Liegt die vor ihrem Doktor wie ein Christbaum? Ja, aber Leid, man muss nach sich gucken, Ich war, ich werde gerade so blöd vergesslich. Echt? Ganz blöd. Und ihr wollt, gestern wollte ich am Geldautomat Geld holen. Ja? Weißt, ich schieb meine Karte rein. Habe ich meinen PIN-Code nicht mehr gewusst. Das ist nicht wahr. Ich habe sämtliche Zahlenkombinationen durchprobiert, zack, Karte weg. Wow. Denke ich super. Bin natürlich gleich in die Bank gehabt, zu denen gesagt, also Leute, so geht's nicht. Ja. Ich beantrage jetzt sofort eine Seniorenkarte. Gibt's das? Ja, ja, da ist der PIN-Code einstellig und du hast 10 Versuche. Wahnsinn. Wird ja nicht besser, gell? Aber das mit dem Älterwerden ist auch immer schwieriger. Ich habe immer gedacht, mir macht das nichts aus. Aber in der Zwischenzeit überlege ich mir wirklich beim Schuh zubinden, was ich da unten alles noch erledigen könnte, weißt? Ja, wenn du schon einmal unter bist. Und wo mir es ganz stark auffällt, unterbewusst leide ich mit dem Älterwerden. Unterbewusst. Dennoch merkst du aber, ja. Ja, ich war gestern ganz normal Lebensmittel einkaufen, komme an der Käsetheke vorbei, liegt der junge Gouda, Mittelalter Gouda und alter Gouda. Ja. Was mache ich, blöde Kuh? Nimm vor lauter Mitleid den alten Gouda mit, obwohl ich den nicht einmal mag. Oh, ja. Ach so, ja. Ja, warum hast du das gemacht? Der ist so leid angelegen und habe ich gedacht, wenn die mich auch mal so liegen lassen. Ja, so, ja. Auf einmal hat er mein Gesicht gehabt. Ja, so ist mein Alter, gell? Also mein Alter, also mein Dieter. Ja. Der hat mir letzte Woche eine Statistik vorgelesen. Ja. Da hat er gesagt, das betrifft auch dich, da musst du mitmachen. Er hat also vorgelesen, dass wenn ein Mann in seinem Alter pro Woche mindestens 5-mal Sex hat, dann wird er im Schnitt 8 Jahre älter. Hör auf. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich will, dass der so alt wird. Ja. Naja, so ist es halt. Tschüss mit euch. Dankeschön.